Die Wasserfreunde Spandau 04 kehren nach einem Auswärtssieg in Plauen zurück in heimische Gewässer. Und so viel kann verraten werden, auch diesmal konnte das Team von Trainer Peter Kovacevic überzeugen. Wir wollten halt heute immer im Wechsel Press und Zone spielen, einfach uns für Mittwoch gegen Waspo Hannover vorzubereiten. Das ist uns speziell im ersten Viertel mit Press sehr gut gelungen. Das war 8-0, das sah sehr gut aus, aber ich glaube, wir können mit dem Spiel heute sehr zufrieden sein. Die Wasserfreunde bestätigten am 10. Spieltag der Deutschen Wasserball-Bundesliga ihre starke Spielweise gegen die Gäste vom SSV Esslingen. Die Berliner gewannen in der Schwimmhalle in Schöneberg die Partie mit 25-1. Also wir wussten, dass Esslingen ja wirklich im Moment das Team der Stunde ist. Ich glaube, die stehen ja sogar auf Rang 3 im Moment, haben ein paar Spiele mehr als Duisburg und haben speziell zu Hause wichtige Spiele gewonnen. Deswegen haben wir das schon ernst genommen und wir wussten auch, die nehmen das ernst. Ich meine, die sind ja heute hier hingeflogen. Es vergingen keine 2 Spielminuten, da zeigten die Berliner schon, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Im ersten Spielabschnitt folgte ein Tor dem anderen. Die Gäste aus Esslingen hatten große Probleme, durch die starke Abwehr der Gastgeber zu kommen. Die Spandauer ließen keinen Angriff in ihre Torhälfte durchgehen und führten so schon nach der ersten Halbzeit mit 13-0. Wir haben das so gut gemacht. Wir haben so ein paar Fehler beim Angriff gemacht, aber kein Gegentor. Also Defense haben wir so gut gemacht, finde ich. Auch nach der Halbzeitpause schafften es die Gäste nicht weiter voran. Die Angriffe wurden immer geblockt. Auf der anderen Seite, ja, da nahmen die Spandauer jede Chance dankbar an und verwandelten diese in Tore. Dem SSV Esslingen war hier schon bewusst, dass es nur noch um die Höhe des Spandauer Sieges gehen wird. Bevor es jedoch in der Bundesliga weitergeht, müssen die Wasserfreunde gegen ihre Lieblingsgegner in der Champions League antreten. Waspo Hannover ist eine Mannschaft, gegen die wir letztes Jahr sehr oft gespielt haben. Und jetzt dadurch, dass wir dieses Jahr mit denen auch in der gleichen Champions League-Gruppe sind, sind das nochmal mehr Spiele. Wir kennen uns gegenseitig sehr gut. Wir wissen, wie wir gegen die zu spielen haben. Wir haben es letztes Mal gut gemacht. Und wir werden uns normal im Training taktisch noch ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann gehen wir mit einem guten Gefühl Mittwoch in das Spiel. Ja, und vielleicht werden die Wasserfreunde Spandau 04 dann auch das nächste Mal auswärts den Sieg holen, um weiterhin auf der Tabellenspitze zu schwimmen.